rieselt das Pulver, hauchfein zerkleinert das Metall. Füllt man das Metallpulver in eine solche Anlage, lässt sich einstellen, was sie produzieren soll. Christoph Haupt plant, die Firma zu erweitern. Der neue Anbau wird hier nach außen entstehen, irgendwas zwischen Metall und Glas. Hier wollen wir dann Arbeitsplätze für das Laserschmelzen schaffen und auch neue Laserschmelzanlagen zukaufen, die wir dann hier installieren werden. Eine Million Investition? Mehrere Millionen, ja.